Sie lässt das Hausfrauendasein hinter sich. Jasmin Reichstädter muss wieder eigenes Geld verdienen, damit sie mit Mann und Kindern über die Runden kommt. Wenn man arbeiten geht, ist man eine schlechte Mutter. Und wenn man nur daheim sitzt, dann ist man halt eben nur Hausfrau. Also ich habe das Gefühl, dass man als Mutter immer nur alles falsch machen kann. Diese junge Mutter flieht nach der Elternzeit aus ihrem Job. Aus der Not heraus wagt Katrin Wind den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich bin nicht 12 Jahre zur Schule gegangen, hab studiert und dann bist du Mutter und bleibst zu Hause und gehst deinen Job nicht mehr nach. Ja, das war für mich gar keine Option. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld. Und sie berät ihresgleichen in Geldfragen. Anne Connelly. Da stehe ich dann generell fassungslos davor, wenn ich höre, dass jemand die Verantwortung für sein Leben abgibt. Jasmin Reichstädter ist 31 Jahre jung und Mutter. Ihr Mann Stefan kümmert sich ums Geld. Sie ist für die Kinder da. Eine klassische Rollenverteilung. Doch die kleine Welt gerät ins Wanken, als Stefan, der Hauptverdiener, erkrankt. Vor 3 Jahren hat mein Mann den ersten epileptischen Anfall gehabt. Es wurde dann auch diagnostiziert und er ist mit Medikamenten eingestellt worden. Auch alles in Ordnung. Aber dadurch hat er einfach Einschränkungen bei der Arbeit fallen eben durch diesen fehlenden Schichtdienst 700 Euro im Monat weg, was natürlich für eine Familie sehr viel Geld ist. Und die müssen irgendwie aufgefangen werden. Mit einem Mal soll Jasmin Reichstädter wieder Geld verdienen. Eine Notlage. Doch weil sie seit 2 Jahren nicht mehr im Arbeitsleben ist, fällt der Einstieg schwer. Vor allem die Kinderbetreuung ist ein Problem. Natürlich ist meine Mutter jetzt auch nicht mehr die Jüngste und ist froh um jede Unterstützung, gerade im ländlichen Bereich. Wir bekommen jetzt hier in der Gemeinde noch mal einen großen Kindergarten dazu, weil auch hier ein Mangel herrscht von 30 bis 50 Kindern, die ohne Betreuung dastehen. Beruflicher Wiedereinstieg mit 31. Wie eine Frau das am besten macht, will Jasmin Reichstädter hier erfahren, bei der Agentur für Arbeit Nagold Pforzheim. Möchte aber nicht mehr zurück in den Vertrieb. Das habe ich jetzt jahrelang gemacht und sehe da keine Zukunft für mich. Das ist für mich schon auch wichtig. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt hat einen wichtigen Tipp. Sie rät der jungen Mutter zu einer Teilzeitausbildung als Verwaltungsfachangestellte. So könnte sie sich neu qualifizieren und der Job hätte Zukunft. Wir brauchen eben Fachkräfte. Wir brauchen nicht nur Helfer und Helferinnen, sondern wir brauchen auch Menschen, die das von der Pike auf gelernt haben und die auch sich weiterbilden. Also ich glaube, dass die Frau Reichstädter durchaus in der Lage ist und auch ihr Ziel ist, sich denn da auch noch weiter hochzuarbeiten, so wie ich sie kennengelernt habe. Ich möchte daran denken, dass ich noch 35 Jahre berufstätig sein werde und das Thema Rente, Altersarmut ist bei mir ganz wichtig. Aber mir ist es wichtig, dass ich qualifiziert bin. Mir ist es wichtig, dass ich nicht der Dauerquereinsteiger bleibe, sondern ich möchte einfach nochmal neu anfangen. Viele Hausfrauen und Mütter lassen sich früher oder später bei der Agentur für Arbeit beraten. Denn ein Haushalt mit Kindern lastet oft noch, größtenteils auf den Schultern der Frauen. So verlieren sie den Anschluss an den Beruf. Einfach nochmal ein Brainstorming machen. Die Wurzel allen Übels, sage ich jetzt mal, liegt tatsächlich in der Phase der Familiengründung. Und das heißt im Klartext, dass sie eben nicht in dieser wichtigen Lebensphase mit dem Partner drüber reden, wie organisieren wir uns, wenn Kinder da sind, im Sinne einer gleichberechtigten Aufteilung, also beispielsweise gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit oder auch möglichst schneller Wiedereinstieg in Beruf durch die Frau, sondern dass da einfach noch Einstellungen, Verhaltensweisen da sind, die dazu führen, dass diese jungen, gut ausgebildeten Frauen ohne Wenn und Aber sich selber mit ihrer Karriere zurücknehmen. Auch bei Jasmin Reichstädter war es so. Aber das ist dem Ehepaar erst jetzt bewusst geworden.
Nun muss sich der Mann auch um Haushalt und Kinder kümmern. Das wird eine Herausforderung, gerade im Haushalt. Da ist meine Frau sehr kritisch, das weiß ich. Aber ich denke mal, da finden wir schon eine Lösung, dass wir das hinbekommen, gemeinsam. Ja, ich glaube, wir werden vorher noch mal einiges besprechen. Und wahrscheinlich muss ich da auch Abstriche machen. Also da muss ich schon auch noch ein Umdenken hinbekommen, dass ich da auch nicht in die Ecken zu genau schaue. Und also während der Ehemann kocht und putzt, schreibt Jasmin Reichstätter Bewerbungen. Sie plant die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und eine langfristige berufliche Laufbahn. Doch kann das klappen? Wie steinig wird ihr Weg in die finanzielle Unabhängigkeit? Am besten gar nicht erst abhängig werden in Geldfragen. Wachsam sein. Bei jungen Akademikerinnen ist das Thema schon angekommen. Veronika Hofer ist Musikpädagogin und hat sich online einem Finanzportal für Frauen angeschlossen. Die Informationen, die sie da bekommt, tragen Früchte. Einfach generell, wie man sich als Frau seine eigenen Finanzen aufbauen kann, beziehungsweise worauf man eigentlich achten sollte. Und da habe ich viele wertvolle Tipps bekommen dafür und habe auch dann 2 Depots eröffnet mit der Hilfe und den Tipps, die es da gibt. Anne Connelly, Frau und Kopf hinter der Finanzplattform für Frauen. Vor 4 Jahren gründete sie in Erding Her Money. Gemeinsam mit ihrem Team versorgt sie Frauen in allen Lebensabschnitten mit nützlichen Finanztipps. Für sie ist da noch ein riesiger Aufklärungsbedarf. Denn hierzulande tragen Frauen immer noch viel zu wenig zum Familieneinkommen bei. Da stehe ich dann generell fassungslos davor, wenn ich höre, dass jemand die Verantwortung für sein Leben abgibt. Weil das ist ja im Kern, was du machst. Und ich sage immer, ich finde es extrem wichtig, ungeachtet deiner persönlichen Lebensentscheidung, solltest du immer wissen, was das für finanzielle Konsequenzen hat. Und ich kann nun mal Verantwortung nicht abgeben. Es ist ja nicht nur so, dass der Mann einfach geht. Ja, das können ja auch Partner versterben. Als ihre Kinder noch klein waren, wurde Anne Connelly Geschäftsführerin bei Morningstar, machte eine steile Karriere in der Finanzbranche. Ihr Mann blieb bei den Kindern. Es ist natürlich dann so, wenn eine dann weiter Vollzeitkarriere macht und der andere eben sich zurücknimmt, was ja auch damals seine Entscheidung war, führt das dann doch im Laufe der Zeit, führte das dann doch zu Spannungen. Und dann tut sich natürlich auch so eine Einkommensschere auf und hat sich dann doch anders dargestellt, habe ich auch nicht gedacht, dass das für ihn dann so schwierige Situation eigentlich dann war. Ihre Ehe zerbrach. Später verstarb ihr Mann. Für Anne Connelly eine schwere Zeit, in der sie als Mutter trotzdem stark bleiben musste. Eine Erfahrung, die sie geprägt hat. Jetzt ist ihr Sohn Ian erwachsen und arbeitet in ihrer Firma als Marketingchef. Mutter und Sohn haben ein tolles Verhältnis zueinander aufgebaut, obwohl sie nie die typische Mama war. Für mich war das von Anfang an eigentlich normal und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich irgendwelche Schäden davon getragen habe. Es wurde eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, super organisiert und am Wochenende warst du ja dann trotzdem immer da und jetzt ein bisschen Kindheitstrauma aufarbeiten jetzt, arbeiten wir halt zusammen und jetzt verbringen wir noch mehr Zeit zusammen, also ist doch dann alles wieder in die richtige Wege gelaufen. Also ich weiß nicht, für wen es ist ein größeres Geschenk, dass wir zusammenarbeiten, ob es jetzt für ihn oder für mich ist, aber ich empfinde das wirklich als schönes Geschenk. Zusammen wollen Mutter und Sohn nun Frauen in Finanzthemen fit machen. Aktuell haben sie an die 60.000 Followerinnen in ihrem sozialen Netzwerk. Es heißt Her Money. Kannst du mir den Newsletter so bis latest 4 schicken? Die Frauen wollen mit relevanten Informationen versorgt werden. Über Newsletter, Podcasts und Webinare. Ich möchte Geld für mein Kind anlegen. Oder ich bin alleinerziehend, was kann ich beantragen? Also so in dem Stil. Ja, finde ich gut. Ja. Anne Connelly sorgt dafür, dass die Themen so einfach und klar wie möglich verpackt werden. Kein Bling-Bling, kein Shishi. Ich habe mir im Vorfeld, bevor ich Hermanni gegründet habe,
ja auch die Statistiken angeschaut. Und wenn du dir die gängigen Finanzpublikationen anschaust, dann werden die ja zu weit über 80% gelesen von Männern. Und das ist also eigentlich der Status quo. Und dann fragst du dich natürlich, warum ist das so? Und meine Erkenntnis ist eben zu sagen, wir sind nicht angezogen von Bling-Bling auf der Webseite und du kriegst, wenn du heute investierst, 3 Wochen 200% und dann mit Grafiken und Charts. Das ist, was, ich sag mal, 80% der Frauen überhaupt nicht interessiert. Wir wollen uns abholen, da wo wir stehen, wir besprechen die Situation, aber wir bieten dir auch eine Lösung. Und vor allen Dingen halten wir auch den Finger so ein bisschen in der Wunde und wir sagen dir auch, und jetzt musst du auch mal springen. Anne Connelly und ihr Team sind dabei, die Investment Night vorzubereiten. Ein großes digitales Event, an dem sich messen lässt, wie viele Frauen sie mit ihren Finanztipps erreichen. 750 Teilnehmerinnen hatten sie im letzten Jahr. In diesem sollen es 1000 werden. Wir hatten ja schon ein Webinar mit 2000 Anmeldungen. Das kostet keinen Eintritt. Diese Investment Night kostet einen Eintritt. Aber wir halten das für durchaus realistisch. Wir wollen mal gucken, ne? Dafür haben wir einen Ian, da muss er jetzt Gas geben. Richtig. Viele Frauen in Deutschland, die jetzt in Rente sind, haben den Anschluss verpasst. So ist es bei Hildegard Fromm. Die 64-Jährige wohnt in München. Vom Leben selbst hat sie nicht viel. Die ehemalige Hausfrau ist in der Altersarmut gelandet. In ihrer kleinen Wohnung wohnt sie seit 39 Jahren. Hier hat sie ihre beiden Töchter alleine großgezogen. Heute muss sie jeden Cent zweimal umdrehen. Wenn ich hochkomme, für alles so 200 bis 220 Euro über. Als junge Frau hatte sie eine gut bezahlte Stelle bei Siemens. Doch mit 40 Jahren wird sie noch einmal schwanger. Mit einem weiteren kleinen Kind findet sie keine Anstellung mehr auf dem Arbeitsmarkt. Das ist schon traurig und haben mir gedacht, mein Gott, will dich denn keiner mehr haben, gell? Nur weil du ein kleines Kind hast und alleinerziehend. Ja, das ist schon auch ein bisschen, offen gesagt, eine bittere Erkenntnis. Hildegard Fromm hat gelernt, mit sehr wenig Geld irgendwie über die Runden zu kommen. Trotz aller Einschränkungen, ihre Mutterrolle möchte sie nicht missen. Das könnte man gar nicht mit irgendwie Karriere oder was auch immer aufwiegen. So empfinde ich das. Ich bedauere die Frauen. Sind sie berufstätig? Sind sie sehr in Hetze? Die Kinder sowieso. Sind sie es nicht? Haben sie zu wenig Geld? Also. Weil sie nie etwas sparen konnte, ist Hildegard Fromm heute auf karitative Hilfe angewiesen. Immer wieder kommt sie zur Seniorenhilfe Lichtblick. Heute, weil ihr Kühlschrank kaputt ist. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Nicht, dass sie noch mehr Lebensmittel verderben. Mhm. Die haben es jetzt auf den Balkon gestellt. Ja, jetzt wird's warm. Es hat mich schon einige Überwindung gekostet, denn ich dachte, man kommt sich dann wie ein Bittsteller vor. Und ich habe auch nicht mit einer so großen Hilfe gerechnet. Und gerade wenn du das ganze Leben hart gearbeitet hast, ist es traurig, dass sie dann an uns sich wenden müssen. Und dann auf die älteren Tage auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, um die notwendigen Dinge des Alltags sich überhaupt anschaffen zu können, sich an uns wenden zu müssen. Der Verein Seniorenhilfe Lichtblick hilft weit über 22.000 Rentnern, schnell und unbürokratisch. Unterstützt da, wo es am nötigsten fehlt. Altersarmut, so wissen es die Mitarbeiterinnen, ist dabei zu 80% weiblich. Mütter gehören immer noch zu den Verliererinnen im System. Es ist nicht nur, dass ich ja jetzt die Kinder in die Welt setze, erziehe. Man muss bedenken, ich möchte die aufrichtigen Menschen erziehen, weil das ist unsere Generation von morgen. Das sind unsere Politiker von morgen. Das sind unsere Geschäftsleute von morgen. Das ist unsere Gesellschaft. Für die als Frauen versuchen wir, die Kinder zu erziehen, dass sie das weiter verfolgen.
Und letzten Endes wird das von der Politik her einfach übersehen, gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht. Die reden viel von davon, aber tun machen sie wenig. Der Blick über den Tellerrand zeigt, andere europäische Länder schaffen bessere Bedingungen für Gleichberechtigung. Beispiel Schweden. Hier sieht die Rollenverteilung ganz anders aus. Ruth Löllgen ist Deutsche und lebt mit ihrer Familie seit 1,5 Jahren in Stockholm. Die zweifache Mutter arbeitet Vollzeit in der Kindernotaufnahme des Karolinska Universitätskrankenhauses. Eine Bewerbung als leitende Fachärztin in einer Klinik in der Schweiz klappte nicht. Sie bekam eine Absage. Der Grund? Ich bekundete dann auch mein Interesse, dass ich Interesse an der Chefarztstelle hätte. Und mir wurde gesagt, naja, ich sei aktuell in der ungünstigsten Familiensituation, weil ich die kleinsten Kinder im Team hatte. Die waren damals 1 und 4. Und das würde nicht so passen. Wohingegen ich hier jetzt stellvertretende Chefärztin bin und es überhaupt nicht diskutiert wurde, dass ich noch immer die kleinsten Kinder im Team habe. Das ist gar kein Argument, weil die sind ja in der First Schooler. Ich kann ja trotzdem mich 100% meinem Job widmen. Die schwedische First Schooler stellt eine ganztägige Kinderbetreuung sicher. Zudem sind die Arbeitszeiten familienfreundlich. 40 Wochenstunden für Ärzte. Mehr wird nicht erwartet. Also wir sind sehr froh, dass wir nach Schweden gekommen sind. Wir haben seither viel, viel, viel mehr Zeit für die Familie, weil die Arbeit auch einfach früher zu Ende ist und man am Nachmittag noch richtig Qualitätszeit mit den Kindern verbringen kann. Sie hat die Mutter aus Deutschland eingestellt. Chefärztin Malin Rüth-Rinder. Wer zu Hause die Kinder versorgt, war für sie gar kein Thema. Die schwedische Gleichstellungspolitik sieht vor, dass sich beide Ehepartner gleichermaßen um die häusliche Arbeit kümmern. Dazu gehört auch, dass beide Elternteile jeweils 90 Tage Elternzeit nehmen. Diese Tage kann der Vater der Mutter nicht geben. Eltern können wählen, wie die Tage verteilt werden. 90 Tage sollte jedes Elternteil, sowohl der Mann als auch die Frau, haben. Schließlich liegt es daran, dass die Gesellschaft in die Richtung arbeiten will, dass sowohl Männer als auch Frauen in den ersten Lebensjahren mit den Kindern zu Hause sein sollten. Wir wissen, dass Familien, wenn sie sich Elternzeit teilen, eine bessere Grundlage für gleichberechtigte Familien schaffen. Daher ist es unglaublich wichtig, gute Bedingungen für das Kind zu schaffen. Dass beide früh im Leben Zugang zu ihrer Mutter und ihrem Vater haben und sich verbinden. Und dass sie ein Verständnis dafür haben, wie es ist, mit Kindern zu Hause zu sein. Und die Väter lernen auch, das Haus mit Kindern zu führen. Sowohl ein Mann als auch eine Frau müssen dazu in der Lage sein. Für die deutsche Ärztin Ruth Löllgen mittlerweile völlig normal. Sie kümmert sich gemeinsam mit ihrem Mann um die beiden Söhne. Carsten Löllgen ist Orthopäde und arbeitet auch in Vollzeit. Dass er die Kinder von der Kita holt, ist nicht die Ausnahme, sondern gehört mit zu seinem Alltag. In den Kitas ist die Kernzeit von 7 bis 18 Uhr. Und auch von Arbeitgeberseite wird das Familienleben unterstützt. In anderen Ländern, in denen ich bisher gearbeitet habe, habe ich das noch nie so erlebt, dass man einfach, dass es selbstverständlich ist, dass der Familie Zeit eingeräumt ist. Also wird. Das ist selbstverständlich, da wird gar nicht groß drüber gesprochen. Also man weiß, wenn die Kinder krank sind, dann muss ein Elternteil zu Hause bleiben. Kein Arbeitgeber ist beleidigt, wenn es eben denjenigen trifft, der gerade für einen arbeitet. Und das ist für alle, ist das sehr entspannt. Das Ehepaar Löllgen teilt sich Haushalt und Kinderbetreuung. In Schweden wird das von den meisten Paaren so gelebt. Und auch, dass beide zum Familieneinkommen gleichermaßen beitragen, ist hier Standard. Wir haben gemeinsames Geld, das wir sozusagen für die gemeinsamen Sachen ausgeben, aber jeder hat auch noch sein Geld. Und ich denke, so kann man viel eigenverantwortlicher auch damit umgehen. Und dann niemand muss auf den anderen gucken. Also ich finde das ausgezeichnet, dass das so ist. Also Ruth Löllgen fühlt sich in Schweden angekommen, kann hier entspannt Mutter sein und gleichzeitig Karriere machen. Wenn sie an ihre deutsche Heimat denkt, dann kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass das für viele Frauen immer noch ein so steiniger Weg ist. Wir haben vor allen Dingen beide einen Job, den wir wirklich sehr, sehr gerne machen und können den machen, voll, zeitlich.
Und keiner hat das Gefühl, dass er zurücksteckt. Das ist völlig normal für ihn, wie für alle anderen Väter auch hier in Schweden. Ich denke, dass es die gesellschaftliche Grundhaltung ist, die in Schweden anders ist als in Deutschland. Man könnte sich an dem schwedischen Modell orientieren. Man müsste das einfach gesetzlich anders regeln. Zurück nach Baden-Württemberg. Jasmin Reichstetter muss nun eigenes Geld mitverdienen. Hat auf Bewerbungen bisher aber nur Absagen erhalten. Definitiv war das schon auch sehr hinderlich. Zwei Kinder, auch das Alter spielt natürlich eine wesentliche Rolle, dass klassischer Azubi einfach 16 bis 20 ist, sage ich mal. Und ich bin halt jetzt dann bald 32. Das war schon auch während einem Bewerbungsgespräch immer wieder ein Thema. Auch das reduziert werden auf dieses Frau- und Muttersein. Ja. Als sie schon fast nicht mehr daran glaubt, kommt ein Quäntchen Glück dazu. Jasmin Reichstetter bekommt eine Zusage von der Agentur für Arbeit. Dort kann sie in wenigen Wochen ihre Teilzeitausbildung beginnen. Ich stand gerade auf dem Balkon, mein Handy klingelte, ich habe die Nummer gesehen und war schon ganz, habe schon schweißnasse Hände bekommen, ging ans Telefon und dann sagte mir mein Ausbildungsleiter, dass er mir ja die frohe Nachricht übermitteln darf, dass ich die Stelle bekomme. Und ich bin hier schreiend durch die ganze Wohnung gerannt und habe mich auf die Couch gesetzt und bin in Tränen ausgebrochen und wirklich ganz emotional und habe nur, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich, ich habe es geschafft und wirklich ist so viel Ballast von mir gefallen. Und ja, also es war ein Moment, den werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Der erste Schritt ist geschafft. Jetzt müssen es die beiden nur noch hinbekommen, die Arbeit im Haushalt aufzuteilen. Ich habe mir überlegt, dass wir ab jetzt, also wenn ich dann wieder arbeiten gehe, dass wir so machen, dass ich nicht mehr mittags koche, sondern dass ich dann abends koche. Dass ich dann so viel koche, dass einfach für mittags noch was rausspringt, dass dann, dass man das den Kindern einfach warm macht. Mhm. Ja. Der Ehemann muss jetzt auch mit ran. Ja, den Rollentausch haben wir schon geübt. Ich habe die letzten Wochen jetzt, seit unserem letzten Dreh, den Haushalt weitestgehend übernommen. Es ist schon noch eine sehr große Umstellung für mich. Ich habe damit schon noch zu kämpfen, muss ich sagen. Aber ich denke, ich arbeite mich da rein, mache den Haushalt und anschließend genieße ich dann die Zeit mit den Kids. Auch wenn sich beide Mühe geben, die junge Mutter fühlt sich manchmal noch überfordert. Also es führt bei uns schon eher zu Konflikten, wenn es der andere anspricht. Meistens bin ich diejenige, die sagt, ich hätte jetzt auch mal gern wieder Zeit für mich. Und Stefan sagt dann immer, nimm dir doch einfach die Zeit. Und ich sage, ja genau, heute Nacht hätte ich Zeit. So. Und ich glaube, das ist so das große Thema. Ja, da stimme ich meiner Frau voll und ganz zu. Da werde ich bestimmt einige Kompromisse noch eingehen müssen. Jasmin Reichstetter kümmert sich nun aktiv um die Finanzen. Ihre eigenen und die ihrer Familie. Sie trägt jetzt die Verantwortung mit. Tatsächlich bekomme ich jetzt ja seit ungefähr einem Dreivierteljahr gar nichts mehr. Auch kein Elterngeld oder sonst irgendwelche Bezüge. Das heißt, wir werden schon auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr haben. Aber unterm Strich denke ich, für 30 Stunden Arbeit ist trotz allem in Steuerklasse 5 mit diesen Abzügen, die es momentan einfach noch gibt, die auch sehr ungerecht sind meiner Meinung nach, bleibt unterm Strich nicht viel hängen. Jasmin Reichstetter ist das Ehegattensplitting eingegangen. Eine verführerische Konstruktion, bei der sie die ungünstigere Steuerklasse 5 bekommt. Das Haupteinkommen verdient hier immer noch der Ehemann. Berlin. Hier haben wir einen Interviewtermin mit der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Wie kann es sein, dass unsere Gesellschaft noch immer das Modell des Ehegattensplittings lebt? Ein Familienmodell aus den 50er Jahren. Das Ehegattensplitting ist in der Tat für die Gleichberechtigung, Gleichstellung von Männern und Frauen nicht förderlich, sondern nach wie vor hinderlich. Warum gibt es das immer noch? Weil die politischen Mehrheiten fehlen, es zu ändern. Es
treibt eben nach wie vor vor allen Dingen Frauen in die Abhängigkeit. Immerhin machen wir einen ersten Schritt in diesem Bereich, weil die allermeisten sind ja abhängig beschäftigt und sehen es erstmal auf ihrem Lohnzettel. Und da macht eben diese Einordnung der Lohnsteuerklasse 5 nochmal einen besonders negativen Effekt aus, weil man dann einfach sieht als Frau, wie viel weniger netto vom Brutto man bekommt. Auf jeden Fall das immerhin werden wir ändern. Bis jetzt ist es aber noch so. Die deutsche Familienpolitik verleitet Ehefrauen und Mütter dazu, sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Dass sie damit geradewegs in die finanzielle Abhängigkeit steuern, wird toleriert. Ich finde, wir sind gut beraten, uns da auch noch stärker an den skandinavischen Ländern zu orientieren. Wenn man junge Familien fragt, dann hört man unisono, wir wollen mehr Partnerschaftlichkeit, wir wollen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wenn wir uns Skandinavien anschauen, dann müssen wir feststellen, dass insgesamt die sozialen Leistungen für Familien höher sind als in Deutschland. Da ist bei uns in der Tat noch Luft nach oben. In der Pfalz lebt eine junge Mutter, die die deutsche gängige Realität erlebt hat. Nach der Geburt ihrer Tochter verliert sie ihren Job auf einem Weingut. Mir wurde am ersten Tag nach der Elternzeit gekündigt. Und dann hat es mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich hatte eine einjährige Tochter und mit einer einjährigen Tochter mal schnell einen neuen Job zu finden, ist relativ schwierig, weil alle davon ausgehen, dass du demnächst wieder schwanger wirst. Und das war dann auch so für mich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte es nicht nochmal erleben. Ich habe mir schon im Nebenerwerb ein Weingut aufgebaut und habe mich dann gemeinsam mit meiner Familie dazu entschieden, dass wir den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Katrin Wind bietet dem Schicksal die Stirn. Denn sie will im Berufsleben bleiben. Mit der Hilfe ihrer Freundin Ellie startet sie einen Weinverkauf in der Garage ihrer Eltern und bleibt gleichzeitig eine fürsorgliche Mutter. Für mich war aber diese Erfahrung, du bekommst ein Kind und bist deshalb nichts mehr wert, so schlimm, dass ich einfach für mich gesagt habe, ich will es beweisen, dass man trotz Kindern erfolgreich sein kann. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Katrin Wind baut sich eine Selbstständigkeit auf und bekommt sogar noch einen kleinen Sohn. Allerdings ohne die Hilfe ihres Mannes und ihrer Mutter würde das alles nicht klappen. Der Zusammenhalt der Familie macht bei ihr den Unterschied. Wird bei uns hier nicht funktionieren ohne das. Ja? Egal, ob es in der Altenpflege ist oder ob es Kinderbetreuung. Wie gesagt, es deckt ja auch das, was uns der Staat bietet, deckt das ja auch überhaupt nicht ab. Ja? Wenn ich mich mit Müttern, die haben tolle Jobs, die sind Zahnärzte, Allgemeinmediziner, Rechtsanwälte, egal was, kriegen oft erst einen Kindergartenplatz mit 2 oder 3 Jahren für ihr Kind. Ja, und was ist die Überbrückungszeit? Das muss ja auch irgendwie abgedeckt werden. Also das Betreuungsangebot ist hier bei uns unheimlich schlecht. Damit der Laden läuft, planen Mutter und Tochter jede Woche akribisch durch. Die 4-jährige Tochter und der 9 Monate alte Sohn müssen gut untergebracht sein. Dann war das für mich selbstverständlich, dass ich so unterstütze. Und für sie war es auch selbstverständlich, weil sie gewusst hat, ja, Mama ist daheim, die hat ja Zeit. Ja. Oma Erika kennt noch das klassische Rollenbild. Sie hat das gelebt. Sie Hausfrau, er. Mein Mann hat ein bisschen mehr verdient wie ich. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das war früher auch so, dass man mit einem Einkommen hat auskommen können, was ja heute nicht mehr so der Fall ist. Es war wirklich so, wir haben mit einem Gehalt, wir haben Bauer kennen und haben trotzdem eigentlich gut gelebt. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt, aber für die jungen Leute ist es schon schwierig. Die eigene Tochter hat nun Großes vor. Sie will das ehemals landwirtschaftliche Anwesen ihrer Eltern erhalten und hier ein eigenes Weingut aufbauen. Meine Großeltern, die haben hier gelebt und gearbeitet. Und es war einfach
da. Und mein Papa hat ja hier auch die letzten Jahre, bevor ich angefangen habe, Wein zu machen, sein Wein ausgebaut und gekeltert. Und ja, ich wollte auch eigentlich immer in Arzheim bleiben. Servus, Katrin. Katrin Wind geht nicht blauäugig an die Sache heran. Sie hat sich einen Finanzberater besorgt, der sie bei der Planung unterstützt. Es geht hier auch um große Summen, die realistisch geschultert werden müssen. Aus meiner Sicht vorbildlich und bemerkenswert zugleich. Sie setzt ein Zeichen. Unternehmertum, Mut, strategisches Denken. Du hast ja als Unternehmer verschiedene Phasen. Du hast die Start-up-Phase und die typische J-Curve. Das heißt, bis du ab Unternehmensgründung was verdienst, dauert es 2-3 Jahre, das ist ganz normal. So, dann kommt die Phase, wo es etabliert. Und in dieser Phase sagst du, okay, wir müssen expandieren. Die Expansion kostet Geld. Die braucht aber ein ordentliches ökonomisches Umfeld und ordentliche Preise. Und da macht es klug, dass sie sagt, ich warte hier das Timing ab. Bau nicht heute um jeden Preis, sondern bau 23 oder 24 vielleicht sogar, wenn es sein muss, aufgrund ökonomischen Rahmenbedingungen. Es ist gut. Also einfach Schritt für Schritt das aufzubauen. Kann sie den Weg in die dauerhafte finanzielle Unabhängigkeit wirklich schaffen? Oder bürdet sich die junge Mutter doch zu viel auf? Mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, abhängig von einem Mann zu sein und nicht mein eigenes Geld zu verdienen. Ich finde, es ist auch einfach eine ganz andere Zeit gekommen. Und ich habe auch zu oft gesehen, wie Frauen im Alter von meiner Mutter in irgendeine finanzielle Situation geraten sind, aus der sie alleine eigentlich nicht mehr rauskommen, haben auch kein eigenes Geld auf die Seite schaffen können, weil sie irgendwie von den Männern abhängig waren. Und sie sind jetzt vielleicht im Rentenalter und sind finanziell eigentlich ruiniert. Der nächsten Generation ein Vorbild sein, auch das möchte sie. Wobei ihr klar ist, dass sie den Weg zur Selbstständigkeit alleine nicht geschafft hätte. Nein, also ohne meine Familie wäre das nicht möglich. Auch vor Anne Connelly liegt ein neuer Meilenstein. Sie ist nach Wien gereist. Hier findet ein Kongress von Experten und Bankern statt. Die ambitionierte Karrierefrau will die Chance nutzen, um bei Meetings ihr Frauenfinanznetzwerk sichtbar zu machen und auszubauen. Ich freue mich total, dass ich jetzt mal wieder hier sein darf, dass man Leute wieder live sieht und dass man sich persönlich austauschen kann und nicht immer nur ganz gezielt eine Agenda hat für ein Gespräch, wie wir das in den letzten Jahren ja gewohnt waren. Also von daher freue ich mich total. Bevor es losgeht, schwört sie ihre Truppe ein. Ihre Mitstreiterinnen sind Manuela Fröhlich und Anke Dembowski. Gemeinsam haben die drei die Fondsfrauen ins Leben gerufen. Eine Initiative, die mehr Frauen in Führungspositionen bringen soll. Über die Grenzen von Deutschland hinaus. Und dann müssen wir ja dann auch schon wieder planen. Und dann haben wir September, also die Awards, die kommen dann im Oktober. Ja. Ja. Dann brauchen wir physisch aber noch ein Herbstevent in Schweiz. Also in Zürich und wenn das geht, in Wien. Wissen wir das denn schon? Vielleicht sollte man auch mal schauen, was es sonst noch für Events gibt, wo wir uns auch mit dranhängen können, also gerade aus dem Thema. Wir haben das gestartet, wir wussten, das ist ein Anliegen und waren dann auch selber überrascht, wie groß die Resonanz war. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und als wir das gestartet haben, wurden wir so ein bisschen belächelt. So nach der Art, so die drei Fondsfrauen vom Grill, ja. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und, aber der Zeitgeist hat sich eben auch verändert und ich denke, wir hatten die richtige Idee zur richtigen Zeit. Manuela Fröhlich ist in der Geschäftsführung einer renommierten Kapitalgesellschaft. Vor 7 Jahren gründete sie die Fondsfrauen mit. Als Anne Connelly sie damals ansprach, war sie sofort dabei. Für mich war wirklich ein Entscheider, die Anne, wenn die was anfängt, dann zieht die das durch und dann wird das auch erfolgreich. Das heißt, ich habe tatsächlich daran geglaubt, wie schnell oder wie langsam das dann ist. Da habe ich mich dann überraschen lassen. Aber wir waren innerhalb von ein paar Jahren sehr schnell in aller Munde sozusagen. Und von daher habe ich da mein Vertrauen richtig reingesetzt. Auf die richtige Aktie gesetzt sozusagen. Doch wie viele Frauen können Sie bei dem Kongress in Wien erreichen? Anke Dembowski ist Dozentin und Autorin für den Bereich Finanzen.
weiß aber auch, ein Manko, dass Frauen das Netzwerken nicht so hoch ansiedeln, wie das Männer tun. Und dass wir da die Frauen ermutigen, mehr zu netzwerken, auch sich auf ein Netzwerk zu stützen, wenn es nötig ist und nicht mit Stolz zu sagen, wir brauchen das Netzwerk nicht, weil es ist eben auch, am Ende des Tages ist es egal, warum man dort oder dort ankommt. Bis jetzt machen an die 3000 Frauen aktiv mit. Einige treffen sich am Abend vor dem Kongress zu einem Umtrunk. Ganz wunderbaren guten Abend. Freut mich, dass so viele von euch in dieser kuscheligen Location heute da sind. Und wir freuen uns, dass das sich so schön verbreitet hat, unser Netzwerk, und wollen da natürlich noch ein bisschen mehr. In die Damenrunde gesellt sich gerne dieser Mann, Thorsten Schrieber, Vorstandsmitglied einer Kapitalgesellschaft. Er findet es wichtig, Frauen in Finanzfragen zu beraten. Viele wollen zwar zurück in den Beruf kommen, aber zweigen dann doch komplett ab. Ich habe das gerade jetzt vor wenigen Tagen wieder erlebt, wo eine Mitarbeiterin eigentlich zurückkommen wollte, jetzt aber doch erstmal sagt, Kinder, Familie geht vor. Und das macht es uns auch schwierig. Also wir wollten auch vor kurzem eine Führungsposition zwingend mit einer Frau besetzen, weil ich im Sales immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber es war am Ende dann doch ein Mann, weil einfach nicht auffindbar. Also mit den entsprechenden Qualifikationen, mit dem gewissen Track Record. Das hängt eben mit den sozialen Komponenten zusammen. Anne Connelly arbeitet mit einer großen Bank in Wien zusammen. Hier trifft sie österreichische Fondsfrauen aus ihrem Netzwerk. Für uns ist ja auch wichtig, dass wir Repräsentantinnen vor Ort haben, weil wir kennen uns in Deutschland gut aus. Wir haben dort das stärkere Netzwerk auch, als dass wir das jetzt hier vor Ort haben. Und von daher ist uns wichtig, dass wir diese tollen Frauen haben. Und das sind die drei, die ich heute treffe. Die wissen auch wirklich, was sind die Schwerpunkte, die in Österreich gerade jetzt notwendig sind. Auch in Österreich fühlen sich viele Frauen im Alltag überfordert. Die Arbeit ist nicht gleich verteilt und die Zeit reicht oft nicht aus. Wir sind beschäftigt ohne Ende. A woman's work never ends. Ja, das kann ich auch ganz persönlich schildern. Die fängt in der Früh an, wenn man die Kinder irgendwie in die Schule befördern muss. Dann ist man im Büro, dann muss man vielleicht noch was besorgen. Man kommt am Abend heim und da geht es dann munter weiter. Ja. Und wenn man dann noch irgendwelche Netzwerke, Vereine und sonst was unterbringen soll, das ist dann wirklich, das läuft dann schon unter ferner Liefen. Und Netzwerk heißt Zeit. Ne? Für ein gutes Netzwerk muss man Zeit investieren. Und wir haben die oft nicht. Ja. Jenseits dessen sind viele Frauen einfach nicht gut informiert, so die Erfahrung der Fondsfrauen. Sie wissen manches schlichtweg nicht. Es gibt in Österreich die Möglichkeit, dass man dass der Partner, der berufstätig bleibt oder voll berufstätig ist, wohingegen eben möglicherweise die Frau dann meistens Teilzeit arbeitet, dass der einen Teil seiner Pension bis zu, oder seiner Pensionseinzahlungen bis zu 50% dem Konto der Frau gutschreiben lässt. Das heißt bei uns Pensionssplitting. Und Sie werden nicht glauben, das gibt es seit 2005 und das wissen ganz wenige Frauen. Dass ein Mann hingegen Karriere macht, völlig normal. Arbeitgeber fragen da kaum, ob sich Haushalt und Kinder noch nebenbei bewältigen lassen. Bei den Frauen ist das noch häufig so. Als Psychologin merke ich eben auch, wie unbewusst und die Frauen auch unbewusst die Stereotype unterstützen. Ich erlebe das in Meetings, wenn ein Mann was sagt, wie stark die Aufmerksamkeit zum Mann geht. Ich sage zum Beispiel sehr gerne, dass in dem Management-Team bei uns in der Kathrein sind wir total froh und freuen uns über einen 50-prozentigen Männeranteil. Und das irritiert. Weil wir einfach nicht so denken. Und wir nehmen immer noch diese Kategorie Standard, der Default, ist männlich. Und da denke ich, da müssen die Frauen auch selber einfach viel mehr, viel aufmerksamer sein über diese unbewussten Verhaltensmuster. Wie schwer ist es, althergebrachte Rollenbilder in Österreich wie in Deutschland zu ändern? In München sieht die Rentnerin Hildegard Fromm ihr Schicksal besiegelt. Sie hat sich ihrer Mutterrolle gewidmet und ist jetzt arm.
Zum Glück bekommt sie karitative Hilfen. Lichtblick hat mir damals auch für zum Leben und für Kleidung, Winterkleidung weiß ich noch, einen bestimmten Betrag überwiesen und sie steht halt mit Rat und Tat zur Seite, danke. Immer noch werden Mütter häufiger zu Verliererinnen unseres Gesellschaftssystems und finden sich dort wieder, wo Hildegard Fromm nun ist. Also das ist ein schlimmer Kreislauf halt, ne? Ja, ich empfinde eine große Zufriedenheit, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, was so anzuziehen ist. Es ist so. Wenn ich da mir wünschen würde, zu reisen und dieses und jenes, das ginge nicht, aber ich bin es gar nicht anders gewöhnt. Die junge Mutter Jasmin Reichstetter sorgt nun vor für ihre eigene finanzielle Sicherheit. Sie hat eine Teilzeitausbildung trotz Familie begonnen. Herzlich willkommen an Sie alle bei uns hier jetzt heute in der Liegenschaft in Pforzheim. Ich freue mich sehr. Die ersten zwei Tage waren sehr eindrücklich und ja, also ich war freitags ziemlich erschlagen. Ganz tolle Runde. In den kommenden drei Jahren wird sie viel Zeit hier verbringen, in ihrer Ausbildungsstätte und weniger Zeit zu Hause. Dort hilft ihr Ehemann jetzt mit. Ob der Rollentausch wirklich funktioniert, kann noch niemand sagen. Aus dem Bekanntenkreis gab es auch seltsame Äußerungen. Tatsächlich gab es schon auch in unserem näheren Umfeld so Aussagen, die auch echt kränkend waren. Zum Beispiel, ja, das sollte man sich halt vorher überlegen. Erst macht man eine Ausbildung und ist fest im Beruf und dann bekommt man Kinder. Solche Dinge zum Beispiel. Oder, ach, das schaffst du sowieso nicht. Also es war schon muss ich sagen, zum Teil echt hart an der Grenze. Aber das ist für mich nur noch mehr Ansporn, weil ich sage, also Leute, natürlich kriege ich das hin. Die Chefin der jungen Mutter bei der Agentur für Arbeit Nagold Pforzheim hält die Entscheidung für richtig. Sie empfiehlt Frauen, sich frühzeitig nach der Geburt ihrer Kinder um eine qualifizierte Tätigkeit zu kümmern. Es ist schon ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und umso mehr Frauen wie Frau Reichstetter es gibt, die einfach vorleben, wie gut es klappt. Wir haben ja schon viele andere Frauen unterstützt und beraten, die einen ähnlichen Weg gegangen sind und die erfolgreich waren damit. Umso mehr gute Beispiele es gibt, umso mehr Akzeptanz findet dieser eigentlich selbstverständliche Weg in der Bevölkerung. Denn wir brauchen da wirklich alle dazu. Die Politik alleine kann es nicht richten. Es sind die Männer, die Frauen, die Gesellschaft, die da schon noch einen Weg vor sich hat, aus meiner Sicht. Der Weg ist jetzt geebnet. Ich muss ihn jetzt noch gehen. Ich glaube, ich habe genug Unterstützung, sowohl hier von Arbeitgeberseite als auch zu Hause. Ich glaube, alle ziehen mit. Und jetzt liegt es an mir, noch zu beweisen, dass es durchaus funktionieren kann. Um mehr Mitglieder für ihr Frauennetzwerk zu finden, bespielt Anne Connelly weiterhin alle Kanäle. Dieses Online-Event wird in einem Fernsehstudio in Hanau aufgenommen. Professionell, klar. Und mit vielen Expertinnen und Experten aus der Finanzwelt. Anne Connelly und ihr Team hatten 1000 Teilnehmerinnen anvisiert. Wie viele sind es denn jetzt geworden? Stand jetzt sind es 950 Teilnehmerinnen, aber ich denke, wir knacken dann noch die 1000, weil kurz davor kommen dann immer noch einige dazu. Alles ist live. Jeder Auftritt muss sitzen. Ich kann von Aktien auf zwei Arten profitieren. Wir haben Mitte März viele Anleger gehabt, die angerufen haben und gesagt haben, was sollen wir jetzt machen. Und der März war dann wirklich. Drei Stunden lang verfolgen knapp 1000 Frauen das Event und chatten mit den Experten. Wir sind alle super happy, wie es läuft. Es sind wahnsinnig viele live dabei und viele Fragen im Chat. Und ich finde auch die Beiträge alles super. Logisch, ich habe sie auch selber ausgesucht. Nee, aber ich finde, das ist super. Also ich glaube, das war der Mix passt und das wird uns auch gespiegelt von den Frauen, die dabei sind im Chat. Jasmin Reichstetter hat aus der Not eine Tugend gemacht und kann nun ihr eigenes Geld verdienen. Katrin Wind will weiter selbstständig bleiben. Doch alle Frauen, die dies geschafft haben, wissen, es ist ein steiniger Weg. Er beginnt mit dem ersten Schritt, mit dem Entschluss, auch die Finanzen in die Hand nehmen zu wollen. Wenn auch immer noch nicht wir am Ziel sind, aber gut auf dem Weg sind wir.